MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Ich bin der Puppenspieler. Voran auf, das Spiel beginnt. So, wir fliegen zum nächsten Haupteinsatz, den der Gerd dann noch anheften muss. Will er bei mir nicht. Was hast du denn jetzt? Flieg einfach hin. Der Feind meines Feindes. Mhm. Boah, also der Heli hier, der ist auch schwerfälliger. Also das merkst du im Fliegen schon. Ich weiß nicht, wie ich den angeheftet kriege. Kannst du den auswählen bei dir? Hoher Archipel. Warte, ich mach das einfacher, pass auf. Abgewählt, ausgewählt, jetzt könntest du ihn anheften bestimmt. Ja, jetzt kann ich ihn mal anheften. Es bringt nichts, wenn du mittig drüber fliegst. Wenn wir mit dem Gans was machen sollen, musst du dich für eine Seite entscheiden und derjenige, der darf dann rumballern. Dann bitteschön. Ich sehe nur keinen. Wird wahrscheinlich nichts bringen, ne? Weil dafür können wir nicht genug nach unten zielen. Ja. Ja, wir müssen da jetzt rein. Die Aufgabe ist, da einzudringen. Drohne wäre ganz gut. Oh, ich habe schon wieder Dinge, die ich hier im Gebiet aufklären kann. Wow. Erster Tango down. Bleib stehen. Zack, zweiter Tango down. Wo siehst du die denn? Die waren bei mir hier in den Containern drin. Gerd, nimmst du gleich noch die Markierung vom Biwak raus? Ja, mache ich jetzt sofort. Ich lass mal die Drohne starten. Starten oder landen? Ich hab einen entdeckt. Wir können rein. Ja, die sind am Heli. Da fliegt auch irgendwo eine Drohne, aufpassen. Mhm. Hier bis zur Lootbox ist safe. Leichte Drohne. Infinity Verkehrsknoten. Wird mir überall noch Heilung angezeigt in den Häusern. Ja. Ah, hier wäre es jetzt schon voll gut, wenn man sich durch den Gitterzaun schneidet. Doch, kann ich. Ja, hast du das ausgewählt schon?
Ich habe einen Schneidbrenner. Ja, praktisch, dass du den hast. Aber ich bin eh schon drin, hier ist keiner. Doch, da. Weg. Erreichen Sie den Eingang? Wir sind doch gerade am Eingang. Da meinen die. Der ist hier unten. Stimmt. Adio. Au! Wow. Hat gar nicht wehgetan. Nee. Wir werden hier Tangos angezeigt. Dreiecke, aber hier ist keiner. Komisch. Macht nichts. Komm rein. Ach, bestimmt bei euch unten sind die. Ja. Könnte man so sagen. Danke. Der wollte es nicht anders. Ach, Gerd schleicht draußen rum und macht Ärger. Negativ. Okay, Nick hat hier schon gewütet, wie ich sehe. Ach, Quatsch. Ich nie tun. Ich würde behaupten, der hatte keinen. Ah, der Discord lag. M4A1. Seid ihr mit mir noch unten in dem Eingang drin? Ja. Weil ich hier ja, gerade. Ich bin schon weitergelaufen als PSC. K14, die richtige, die will ich einmal ausrüsten. Weil die MK14 hat einen Schalldämpfer. Muss mich heilen, Moment. Seid ihr hier? Wo seid ihr? Ich bin noch unten dran. Ach ja, da. Danke! Da sind noch Türen verschlossen, okay. Seid ihr hingelaufen, meine Güte. Tango bei euch in der Nähe? So, ich warte hier auf euch. Gerd, kommst du? Ja, ich muss euch erst nur finden. Durch die Tür mit dem blauen Licht, mit dem blauen Lämpchen. Und was macht das blaue Lämpchen? Es leuchtet blau. Genau. Ich finde die Soundabmischung so auch mit den Schritten. Oh. Psst, jetzt wird's interessant. Schwarzer Bildschirm. Oh, und diese Fresse wieder. Der Klassiker. Ich versteck mich unterm Schreibtisch. Ja. Jess, gell? Mit dem Stuhl da. Scheiße. Ich hatte eben eine MK14 in der Hand. Okay, warum habe ich jetzt eine blöde Pistole? Mein Name ist Nomad. Ja, ich weiß auch nicht. Ich gehöre zu einem Team, das herausfinden soll, was auf Aurora vor sich geht. Maurice Fox sagt, ich kann ihnen trauen. Ich vertraue ihnen nicht. Aber die Leute, die sie jagen, wollen auch mich. Helfen wir uns doch gegenseitig. Arbeitet Fox für Ayanna Puri? Die Frau, die jetzt CEO ist und mit diesen Tieren arbeitet? Nein. Er ist in einer Höhle mit Merz Schulz. Höhle? Naja, das ist cooler, als es klingt. Ich nehme ihren Kram. Na los. Na los, wir müssen weg. Oh Gott, die Frisur. Es ist meine Schuld.
Das alles. Ich bring's in Ordnung. Klar. Es sind die Drohnen. Operation Citadel. Citadel hält die Leute hier gefangen. Wir können Aurora damit befreien. Warum gefiel mir diese Einstellung gerade nicht? Und wie? Was hat Walker mit der Sache zu tun? Walker war unser Militärberater. Er führte die Übernahme von Aurora. Er wollte nur die Drohnen. Ich dachte, er wäre ein Freund. Wieso habe ich das Gefühl, dass er stirbt? Ja. Dachte ich auch. Da kommen mir doch glatt die Tränen. Oh. Raus, raus, los! War doch klar. Oh, jetzt sehen wir zum ersten Mal unseren Erzfeind, wa? Oh. Oh! Walker. Walker, Texas Ranger. Schön, dich zu sehen, Nomad. Freut mich, dass du noch... Den kennen wir aus Wildlands. Und du hast dir so viel Mühe gegeben. Du musst verstehen, dass es nichts Persönliches. Ach. Er hat Gründe, hier zu sein. Ach, der Schwatte auch. Josiah, sei kein Idiot, er ist ein Verräter. Er ist ein Revolutionär. Und wir haben einen Plan, um die Welt zu verbessern. Ja, Gerd, dein Piano hat dich verraten. Du hast meine Leute getötet. Mhm. Und auch Weaver. Darum traue ich dem Musikinstrument auch nur so weit, wie ich sie werfen kann. Die Krieger zu sein, die wir sein sollten. Deine Vorgesetzten, sie... Der hat ein schickes Spielzeug. Sie glauben an gar nichts. Wir machen dir ein Angebot, Nome. Übergib uns Jace. Komm zu uns. Wollen Sie mich ausliefern? Nein. Das war mir schon klar. Hm. Du warst schon immer so gerecht. Kugelsicher. Das Glas ist kugelsicher. Ein Scheiß ist es. Wir müssen hier weg. Da ist der Ausgang. Hier leiten wir giftige Dämpfe ab. Das könnte uns töten. Die werden uns sicher töten. Genau. Einmal hinsetzen kurz. Ah. Guck das Glas nicht so lange an, verdammte Hacke. Oh. Ich denke mal, wir müssen da nicht irgendwo raus, oder? Nee. Kommt er jetzt mit? Ja. Kann der auch schneller laufen? Aha, kann er. Gut. Wollen wir den Heli nehmen und flüchten? Ja, ich hab die nur kurz platt gemacht. Tito. Okay, den Loot nehme ich auch noch mit. Ah, schon wieder so Weiberhandschuhe. Ich hab noch ein bisschen Opium und so mitgenommen. Kommt ein Heli. Kann ich denn meine Panzerfaust auswählen? Übers Rad musst du das auswählen. Aber mit der Panzerfaust triffst du nicht, die Reichweite ist zu kurz. Ja, aber ich finde auch die Panzerfaust machbar. Down. In diesem Rad mit Alt, ne? Ja, das musst du aber ausrüsten. Du musst die Panzerfaust erst im Menü ausrüsten. Wie mach ich das? Du gehst ins Menü, dann gehst du unten auf den neben dem Rucksack in diese sechs Dinger und wählst dir den Slot. Und da kannst du dann in einen der Slots kannst du dann dein Zeug reinpacken, was du reinhaben willst. Moment. Bei den Waffen. Ja. Und dann hast du doch... Ja. Ja.
Okay, was nutzt denn Heli? Kannst du das machen, wenn du im Heli bist? Ich würde jetzt gern mit dem Kerl abhauen. Verdammt! Das ergibt keinen Sinn. Ich kenne Josiah, er ist einer von den Guten. Die wollten mich umbringen. Nein! Ich frage, warum ich es nicht will. Was? Hey, die haben die Insel übernommen, ja? Und meine Firma. Ich bin einer der Guten. Ach ja? Und warum haben sie das Frachtschiff versenkt? Ich wollte... Das Schiff sollte Drohnen von der Insel bringen. Diese Drohnen könnten die mächtigste Waffe seit der Atombombe sein. Ich musste mich entscheiden. Ich musste etwas tun. Wurde jemand verletzt? Aber nur ein paar. Da kam ums Leben. Tut mir leid. Ich musste etwas tun, verstehst du? Das ganze Schiff ist weg. Es kamen nur ein paar Crewmitglieder ums Leben. Dabei wurden unbewaffnete Zivilisten getötet. Sehr gut. Ich wollte das alles beenden. Es sind nur noch ein paar Reisende beim Untergang der Titanic draufgegangen. Das Schiff zu versenken war meine einzige Option. Ich habe gesehen, was ihre Drohnen können. Ein paar Selbstversorger und Skeltergang-Gestellte wollten die Insel übers Wasser verlassen. Nein. Was ist passiert? Es war nicht schön. Wenigstens haben Fox und Harmony es überlebt. Das habe ich nicht gewollt. Wo bringen Sie mich hin? Arrow One. Down, runter. Das ist die Höhle, in der sich ein paar der Selbstversorger verschanzt haben. Fox ist auch da. Wir kommen heiß rein. Alter. Hier. Ja. Ah, bei Schulz können wir jetzt auch den einen Nebeneinsatz abgeben. Den wir nebenbei erfüllt haben. Da lang. So, hier wieder. Nordic Walking ohne Stöcke. In the jungle. La da 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 da. In the jungle. Gott. In das Dschungel. Hi Jungs. So, wo muss man denn hin? Schuld. Ich hab doch gar nicht gerülpst. Er musste irgendwann kommen. Hattest du Probleme bei den Straßensperren? Zum Glück nicht, aber ein paar von uns sitzen wohl auf der anderen Seite fest. Quatschen mit Matt? Jo. Wie kommen Sie mit den Straßensperren klar? Unsere Leute haben es durch die Straßensperren geschafft, aber sie sind keine Soldaten. Sie wissen nicht, wie man seine Spuren verwischt. Sie könnten Sentinel direkt zu uns führen. Dabei könnte ich Ihnen helfen. Ich vermisse meine Couch. Wie? Nee, ist klar. Sentinel kann nicht alle Einsatzberichte sofort prüfen. Dafür sind sie zu groß und schwerfällig. Was auch immer diese Teams gefunden haben, liegt so lange auf irgendeinem Server rum. Ich verschaffe mir Zugriff und lösche die Daten. Dann haben sie nichts in der Hand. Sie sind gerissen. Gefällt mir. So gut wie erledigt. Habt ihr das auch mit dem Splittwald und so? In einem Boot sitzen. Nee, ich habe daran werden sie mich sicher noch erinnern. Aber bereiten Sie sich gut vor. Sentinel hat bestimmt was dagegen, Nebeneinsatz. Dass sie ihre Aufklärungsdaten löschen. Okay. Ach so, welche hast du denn ausgewählt bei ihm? Direkt oben das erste. Ach so, Geister der Vergangenheit? Ja. Ja, ich mache jetzt noch Regelbrechen und dann mache ich Geister der Vergangenheit. Weil das sind auch interessante Nebeneinsätze. Nomad, wir haben ein Problem. Sentinel hat rund um ihr Einsatzgebiet Straßensperren errichtet. Straßensperren platt Freunde machen. Von uns sitzen auf der anderen Seite fest. Okay. Durch die Trennung sind die Leute vielleicht in Sicherheit. Nein, ich kenne sowas. Die treiben die Leute in die Enge, bis sie aus Verzweiflung irgendwas Dummes tun. Regeln brechen. Und dann ne? haben sie einen Grund, sie umzulegen. Ja. Bei Sentinel sollte man immer mit dem Schlimmsten rechnen. Mein Bauchgefühl sagt mir, dass das vielleicht der Anfang vom Ende von allem ist, was mir wichtig ist. Und ich muss sagen, ich respektiere ihr Bauchgefühl. Die Farmer, die da festsitzen, haben Medizin. Insulin, das ein paar von den Leuten hier zum Überleben brauchen. Also sind es nicht nur die Leute. Wir müssen auch Vorräte beschaffen. Bevor der Funk weg war, meinte Kyle, der Bruder von Maria,
dass er einfach durch die Sperren brechen will. Der Junge ist nur ein Bauer. Ich kümmere mich drum, Merz. Ah, sehr schön, dann können wir Straßensperren aufbrechen und Medizin abliefern. Ja. Und Geister der Vergangenheit. Ach, den hat er jetzt schon aufgenommen bei mir. Kampfbelohnungen. Ach so, okay. Ich will nicht kämpfen, ich will Gemüse anbauen. Kampfbelohnung? Was passiert dann? Nichts. Da wir noch keine haben. Okay. So, jetzt müssen wir. Ah, wir müssen wieder raus. Im Laufschritt. Meinen Leuten Schaden. Ich will aber erstmal gerade zu Marias Shop. Ich schieb dich erstmal weg. Waffenaufsatz. Was hat sie denn Schickes? Ach nein, das ist eine Info, die ich krieg. Wie kann ich denn hier am besten meine Waffen anpassen? Mal überlegen. Sie wollen wahrscheinlich ein neues Zielfernrohr? Ja. Ein paar Waffenaufsätze? Ja. Größere Magazine? Ja. Vielleicht sogar einen neuen Schalldämpfer? Ja. Sie kennen sich aus. Bessere Schalldämpfer gibt es. Wir sind bei schließlich ihr. Nicht hier rausgekommen, um zu sterben. Hm. Würden Sie mir was verkaufen? Schauen Sie sich ruhig um. Ich bin immer an Geschäften interessiert. Ja. Wenn Sie etwas brauchen, das ich nicht habe, rate ich Ihnen, in jeder Militärkiste zu wühlen, über die Sie stolpern. Kleiner Tipp: Je mehr Sentinel-Soldaten Sie bewachen, desto wertvoller der Inhalt. Mir gefällt, wie Sie denken. Ja, je mehr Sentinel-Soldaten eine Kiste bewachen, desto besser Ihr Inhalt, ja. Mhm. Das ist so ein Einsatz, den man nebenbei machen kann. Habe ich auch mal angeheftet. Ich will mir dein Geschäft ansehen. Rias Shop. Ich hätte gerne einen Granatwerfer. Keine Eile. Sehen Sie sich in Ruhe um. Ja, ich habe keine Eile. Den Granatwerfer. Granatwerfer für... Wenn ich den jetzt hingeladen. Unterlaufgranatwerfer, ja, gibt es. Hab ich gekauft. So, kann ich den jetzt auch ausrüsten? Mache ich das denn? Mit Zielen. Was bei Wildlands? Ach nee, hier. Ach nein, das ist PSG. Andere nicht. A14, dann X, damit ich die anpassen kann. Und dann. Nicht Visier. Sondern Unterlauf. Beibein. Magazin. Ich glaube, für das Ding gibt Einsatz abgeschlossen, wie man einen Aufsatz findet. Aber einfach. Gunsmith Tutorial, ja, zeig mal. Ah ja, gut, Tutorial geschafft, sehr schön. Hat sie noch ein Tutorial? Eine Waffe aufwerten hat sie auch noch. Ach, das gibt dann Nebeneinsätze. Meine Waffen werden mir so nicht viel bringen. Was ist das Problem? Sie sind alt, abgenutzt. Ich muss mit unseren Feinden mithalten. Hm. Naja, Sie können Ihre Ausrüstung jederzeit verbessern. Hm. Dafür brauchen Sie nur die richtigen Waffenteile. Wir müssen hier draußen alles selbst bauen. Aber wir haben Leute, die Ihnen so ziemlich alles herstellen können. Selbstständig. Gefällt mir. An das nötige Material kommen Sie, indem Sie andere Waffen zerlegen.
Da gibt es einiges zu holen. Ah, guck an. Schau ich mal, was ich finden kann. Ihr solltet bei ihrem Geschäft diese Tutorial-Mission machen. Die erklärt uns alles zum Waffenaufwerten und so. Und das sind aber Einsätze. Und wenn du das dann im Menü machst, dann bekommst du da Punkte für. Mhm. So, die wollte ich aus. So, jetzt kaufen. Kann ich denn Waffen zerlegen? Ach, ich kann nur Waffen zerlegen, die ich... Ja, und da kriegst du dann meistens irgendwelchen Schrott raus. Ja, ja, aber das ist gerade Aufgabe in dem Tutorial. Wenn ich doch mal die richtige Taste drücken würde. Ach, die kann ich so direkt zerlegen. Ah, da kriegt man dann Metallteile, Waffenteile, LMG-Teile. Ja, aber daraus kannst du dir neue Aufsätze bauen und so. Ja. Brauche ich nicht wirklich. Werten Sie eine Waffe im Gunsmith-Menü auf. Halten Sie X bei einer Waffe in der Bewaffnung gedrückt, um den Gunsmith zu... Okay. Ja, oder mit G. Kannst du auch G nehmen. Ja, ich spiele ja mit Controller. So, und jetzt... Ja, die kann ich aber jetzt... Teile für. Ich glaube, ich kaufe mir auch... Granatwerfer. Glaube ich nicht... Ah, hier kann ich aufwerten meine Pistole, die ich gerade... Habe ich die jetzt aufgewertet? Die... Ja, Einsatz abgeschlossen. Klappt doch. Hat die noch mehr? Da hat sie eine Waffe mit einer Blaupause anfertigen. Ja. Ja, okay, das Gelaber muss ich mir aber jetzt nicht anhören. Das kann ich ja skippen. Dann muss ich... Das ist sicherlich der direkteste. Und wo bekommt... Sentinel hat eigene Zeichnungen mit... Klingt vielversprechend. Ich halte die Augen. Ja, 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 ja. Wie man Waffen. So. Ach, das ist. Jetzt muss ich eine Blaupause. Müssen wir eine Blaupause finden. Das ist so ein Tutorial-Ding. Ich glaube, ja, ich hab. Ja. AK-47. Ach, dafür brauche ich den zweiten. Wo sehe ich noch keine mal meine nächste sehen Level Sie sich in Ruhe um. Das ist eine gute Frage, wo man das sieht. Aber ich würde sagen, wir machen hier einen Cut. Wir gucken uns hier noch ein bisschen durch und wenn es mit dem nächsten Einsatz weitergeht, dann schalten wir wieder zu. Genau. In diesem Sinne, bis dahin. Tschö. Tschüss. Tschüss.